Mit Märchen kann man auch Musik machen. Ja, wirklich. Die Band hier, Schandmaul, die treffe ich, denn die machen das heute sehr erfolgreich. Also Musik mit Märchen kombinieren. Dieses Lied zum Beispiel heißt Froschkönig. Hallo Thomas, was haben denn Märchen für dich für eine Bedeutung? Also warum fließen die so in eure Musik ein? Märchen, das sind einfach großartige Geschichten. Da bin ich dazu gekommen, wie hoffentlich und sehr viele, dass die Oma vorgelesen hat, die Mama, der Papa. Könnt ihr mir vielleicht was beibringen auf diesen Instrumenten? Ja, klar, die sind hier vorne, müssen wir nur rübergehen. Was ist das hier jetzt genau? Das ist eine Drehleier. Eine Drehleier. Das ist ein sehr altes mittelalterliches Instrument. Hier ist ein Rad, das kann ich drehen und dadurch werden Saiten in Schwingung versetzt.